Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich muss mich mal an dieser Stelle einfach bei euch bedanken für den krassen Support. Sei es hier auf YouTube, Facebook oder Instagram. Das ist einfach der Wahnsinn, wie wir in diesem Jahr schon wieder gewachsen sind. Da sind nochmal über 300 Abonnenten dazugekommen. Das ist der Wahnsinn für mich. Ihr macht mich so glücklich damit. Und deshalb auch jetzt das mit dem Gewinnspiel für die Konzertkarte für die Filmatur 22 und zwar für das Konzert in Köln. Habe ich euch übrigens nochmal hier drunter verlinkt. Da könnt ihr nochmal am Gewinnspiel teilnehmen. Und diese schönen Momente, wo ich mit euch dieses Jahr erlebt habe, habe ich euch hier nochmal zusammengepackt in einem Rückblick die schönsten Momente und die kommen jetzt. Mit Vanessa Mai und Jörg Assenheimer. Guten Morgen, wir starten gemeinsam in den Mittwoch. Ja, sag ich mal Moinsen. Axel, hallo. Vanessa, Poppy. Er ist tatsächlich dran, was plötzlich alles möglich ist, wenn Vanessa Mai hier bei mir im Studio ist. Das ist unglaublich. Ich freue mich so sehr, Axel. Schön, ich bin aufgedreht. Ich habe so diesen Effekt, wenn ich von der Bühne komme und total vollgepumpt bin mit Adrenalin. Es ist schon eine tolle Erfahrung jetzt gewesen und ich freue mich auch, dass ich wieder kommen darf. Wenn. Dann werden wir sehen. Vanessa, es gibt wieder viel Lob für dich hier über swr4.de. Marcello Sindelfingen schreibt, guten Morgen Vanessa, du machst das klasse. Oh, Jochen Winkler aus Leutenbach, ich bin sehr begeistert von Vanessa, danke. Sie macht es einfach super. Und Gerhard schreibt noch was Schönes. Er schreibt, Vanessa, kannst du mal Herrn Assenheimer fragen, ob du den Ramon Roselli spielen darfst? Na mein Lieber, ich kann alles spielen hier. Ich bin nämlich jetzt voll mit am Start. Frag mich darf mal. Darf ich das? Lieber Jörg, können wir bitte Ramon Roselli spielen? Oh, selbstverständlich. Oh, danke. Ramon Roselli, eine Nacht. 9:25 Uhr bis gleich. SWR4 Baden-Württemberg. Guten Morgen. Vanessa, sende doch bitte mal liebe Grüße in den sonnigen Tag auf Kroatisch. Ach du Jemine, reicht auch ein guten Morgen? Aber nur, wenn du es nachsagst. In unserer Sendung immer. Aber nur, wenn du es auch sagst, ja. Okay. Also, wir wünschen jetzt einen guten Morgen auf Kroatisch. Dobro jutro. Dobro jutro. Hey. Dobro jutro. Du hast geübt. SWR4 Baden-Württemberg. Ich möchte dir noch ein Kompliment ausrichten von Christina aus Kerpen, die schreibt, danke für die positive Energie, die du sendest. Ach, danke schön. Wir lieben dich alle sehr, schreibt Christina. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Und Björn aus den Niederlanden, aus Winterswijk, hat uns geschrieben. Grüße aus dem fernen Holland, auch da gibt's Fans. Und es ist schön, in den Tag zu starten mit dir, Vanessa. Machst das super als Moderatorin. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Auch vielen Dank nochmal an das ganze Team hier. Ich fand es wirklich auch sehr mutig, mich hier in drei Shows reinzuschmeißen und nicht nur zu sagen, wir machen mal einen, guck mal, wie es läuft, sondern gleich zack, drei. Oh, ich fühle mich mega. 6 Folgen am Stück weggedreht. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich habe wirklich viel gelernt. Vor allem habe ich tolle Menschen kennenlernen dürfen. Das ist wirklich das Wertvollste. Nicht nur meine Gäste, sondern auch hinter der Kamera. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Format. Das war wirklich mega. Hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich melde mich mal mit diesem Video, um mich bei euch allen zu bedanken für den wirklich krassen Support. Weil ich kann es immer noch nicht glauben. Wir sind mittlerweile über 300, ich glaube es sind 366 Abonnenten. Ich werde auf jeden Fall hier mal einblenden. Das ist einfach so krass. Die Fanpage, die gibt es mal seit nicht einem Jahr. Ich glaube 8 Monate oder so ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist einfach so krass, weil ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so weit kommen würde. Und deshalb vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Das ist unser Farmers Cup Pokal und das ist erstmal eine Skizze und der liebe Stefan wird uns jetzt mal erklären, wie daraus ein richtiger Pokal wird. Ich habe jetzt hier mal
einen Zylinder vom Pharma-Pokal, versucht den Krater abzuschleifen sozusagen und die Oberfläche etwas zu verbessern, damit der Polierer hinterher es einfacher hat und nicht so lange polieren muss. Was war denn so, was dir wirklich im Kopf geblieben ist? Der ist schon sehr speziell, eine spezielle Form. Gab es gerade bei dem Pokal irgendeine spezielle Herausforderung oder gerade beim Strauß-Design oder irgendwas? Das zusammenzumontieren, Einzelteile, wie man sie jetzt genau fertigt, ist durchaus eine Herausforderung, ja. Unsere Farmer können nicht nur ein Preisgeld gewinnen und einen Straußgutschein, sondern auch einen ganz, ganz tollen Pokal. Ja, herzlich willkommen, Vanessa, hier in unserer edelsten Pokalschmiede Deutschlands. Und hinter mir siehst du den Champions League Pokal, der ist sogar in den 60er Jahren hier im Haus entworfen worden. Den DFB Pokal, den besten Fernsehpreis Deutschlands, das ist die Goldene Kamera. Florian, erzähl mal, wie lange gibt es denn euch schon? Das Unternehmen wurde 1829 gegründet und war dann auch bis 1993 in Familienbesitz. Ich habe das Unternehmen 2005 von dem Hofjuwelier Hansen aus Kiel übernommen und bin mit meiner Mannschaft hier in die Überseestadt gezogen, weil wir die Idee hatten, dass wir für Kunden ganz individuelle Entwürfe umsetzen, sodass wir wirklich das tradierte Handwerk ins neue Zeitalter transportieren. Ich will nur, dass du weißt, ich komm nie wieder los von dir. Wollt nie, dass es so passiert, doch wir sind gescheitert. Ich will nur, dass du weißt, ich steh vor deiner Wohnungstür. Würd so gerne hoch zu dir, sag mir, wann wird's heißen. Dass du weißt, ich komm nie wieder los von dir. Wollt nie, dass es so passiert, doch wir sind gescheitert. Ich will nur, dass du weißt, ich steh vor deiner Wohnungstür, würd so gerne hoch zu dir. Sag mir, wann wird's leichter? Bitte ruf mich mehr an. Wenn ich dich höre, muss ich zurück zu dir fahren. Bis wie ein toter Mann, ich komm nicht mehr klar. Verwundert ab, ich mit verspieltem Feier. Bitte ruf mich mehr an. Dein Name wieder auf meinem Screen. Und ich merke, bitte ruf nicht mehr an. Wenn ich dich höre, muss ich zurück zu dir fahren. Bist wie eine Droge, Mann, ich komm nicht mehr klar. Verhundertachtzig mit verschmiertem Kajal. Bitte ruf nicht mehr an. Bitte ruf nicht mehr an. Wenn ich dich höre, muss ich zurück zu dir fahren. Ein Wort zu viel und ich komm ab von der Bar. Verhundertachtzig mit verschmiertem Kajal. Ich bin zu bereit und ich stehe.
tief und fest, das mit uns beiden schon war. Ich vermisse dich, ja, ich liebe dich, solange mein Herz aufsteht. Und wenn ich sterb, ich sterb für dich. Zu, so als ob du mich liebst. Ich versuch's dir zu glauben. Baby, lüg mir ins Gesicht, doch schau mir dabei in die Augen. Ich ruf dich an, geht nur die Mailbox ran, obwohl wir beide wissen, dass du auch nicht schlafen kannst. Beim letzten Mal bist du in der Nacht gegangen. Zuletzt online warst du hier, als du noch bei mir warst. Ohne dich sind alle Tage grau. Bitte lass mich weiter träumen, weck mich nicht auf. Bitte tu so, als ob du mich liebst. Ich versuch es dir zu glauben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Feiertage, damit ihr mit euren Freunden und Familie zusammen feiern könnt. Dann wünsche ich auch noch ein frohes neues Jahr, schon mal vorab. Aber wir hören uns die Tage und sehen uns auch noch auf Instagram die nächsten Tage. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen, wie letztes Jahr, die schon letztes Jahr dabei waren. Die wissen, wie es abläuft, die jetzt neu dabei sind. Die werden sehen, wie es abläuft. Es wird auf jeden Fall schön, weil ich feiere diese Feiertage sehr an Weihnachten und auch an Silvester. Es wird auf jeden Fall wieder toll. Aber ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Tschüss.